Bunt, lebendig und abwechslungsreich. So präsentierte sich Tuttlingen zum Abschluss der Sommerferien bei der Nachtkultur am Samstag. In verschiedenen städtischen Einrichtungen sowie der Stadtkirche gab es über 50 Programmpunkte vom Minikonzert über Kabarett bis zur Live-Performance. Lange war unklar, ob die Nachtkultur in diesem Jahr stattfinden kann. Als sich abzeichnete, dass dies trotz Pandemie möglich ist, stellte die Kulturabteilung kurzfristig ein Programm auf die Beine. Dies war auch mit den geltenden Corona-Regeln kompatibel, sehr zur Freude der Besucherinnen und Besucher, die nach einer langen Durststrecke wieder Kultur genießen konnten. Ähnlich kurzfristig war auch die Veranstaltungsreihe Sommer im Park organisiert worden, die ebenfalls am Wochenende zu Ende ging. 50 Veranstaltungen, allesamt bei freiem Eintritt, brachten Leben in den Donaupark und das Zirkuszelt am Festplatz. Viele davon waren von Tuttlinger Vereinen organisiert worden. Außerdem gab es ein umfangreiches Kinderprogramm.